Du sollst keine Spitzengegenstände verwenden. Hallo, ich bin Jens der Christ und wir spielen jetzt hier weiter mit unserem lieben Hasen, der anscheinend hier irgendwie gefangen ist. Nee, der Drache ist gefangen. Aber. Na, gucken wir mal, ob wir mit denen reden dürfen. Hallo, ich bin Jens der Christ, oder habe ich das schon gesagt? Ach, ich weiß. Na, du bist aber mutig, dass du dich so nah an mich rantraust. Bisschen lieber. Siehst du nicht meine Zähne, meine Stacheln und meine scharfen Klauen? Hat man dir etwa nicht beigebracht, dich von spitzen Gegenständen fernzuhalten? Nö. Das wäre ja ein tragisches Versäumnis. Du bist ein lieber Drache, ich sehe das schon. Du tust niemandem etwas. Was haben wir hier irgendwo? Gittertor. Ja, lauf ruhig weg. Nächstes Mal erwische ich dich. Was hast du gemacht? Ach so, der versucht mit der Hand aneinander zu schlagen. Aha. Auch da? Ja, das macht ja Spaß, ne? Wir haben ja noch einen Hund. Lilly wollte nicht gierig erscheinen. Eine Feder würde reichen. Wie beim Weihnachtsessen im Kloster. Drachenschwanz. Ein Schwanz am besten kitzeln, glaube ich. Das mag er nicht. Was ist los, tapfere Kriegerin? Bist du etwa zu schwach? Ich habe hier was Gemeines, Feder. Übrigens, ich weiß nicht, ob du es wusstest. Eigentlich kann man sich nicht selber kitzeln, aber es gibt eine Stelle, wo man sich selber kitzeln kann. Und das sind die Fußsohlen an den Füßen, unten unter den Füßen. Kann man sich selber kitzeln, weil das Signal, der Kitzelreiz, so lange braucht, bis das Gedächtnis vergisst, dass man sich selber kitzelt und deswegen kann man sich da kitzeln. Also unter der Füßsohle kann man sich selber kitzeln, ansonsten nicht. Lass das! Jetzt ist es anders. Nochmal kitzeln oder? Mal gucken. Lass das. Oh. Gleich tut er sich weh. Gleich tut er sich weh. Naja, tut mir leid. Dieser Schmerz! Du verflixte Göre! Schau doch, was du angerichtet hast! Jetzt steh da nicht so rum! Tu etwas! Was soll ich denn tun? Soll ich den mal rausziehen? Kann ich das? Oh, danke. Das war knapp. Oh oh. Auch dieser Dämon hatte sich also geirrt. In manchen Situationen war es wohl doch notwendig, mit spitzen Gegenständen zu hantieren. Siegreich trat Lilly ihren Rückweg in die Realität an. Na gut, das war ja gar nicht mal so schwer. Und dann benutzen wir doch jetzt mal spitze Gegenstände gegen das Phantom. Na, liebes Phantom, erstmal hier spitze Gegenstände verwenden, ne? Und dann haben wir hier was Nettes. Boah, aber lange bis es Mein Auge! Ah. Verflucht seist du, unartiges Gör! Verflucht! Nein! Lilly rang nach Luft. Der Griff des Phantoms hatte ihr die Kehle zugeschnürt. Unartig, hatte es gesagt. Ja. War nicht nett, Lilly. Können wir jetzt Harvey nehmen? Warum eigentlich? Woogie. Können wir jetzt noch irgendetwas?
Das ist sogar schon mal wieder. Aha. Ach, da ist Kaffee. Ja, aber was sollen wir denn noch hier machen, außer Kaffee trinken und... wir haben ja jetzt hier gar nichts, ne? Wir haben da hinten die Pfeife. Eine Feder wird wie beim Wein. Wir haben keine Feder, also... Nö, wir können ja anscheinend gar nichts machen. Die Tür war fest verschlossen. Tja, wo kriegen wir denn einen Schlüssel her? Gittertorhuhn. Ansonsten hätten wir ja nichts. Eine Feder würde reichen. Wie ja. Beim Weihnachtsessen im Kloster. Ja, aber ich habe keine Feder. Ich will eine Feder haben. Naja, dann nehmen wir den Kaffee. Vielleicht müssen wir ja später nochmal den Harvey hier benutzen. Waschraum, Überwachungsraum, Wartungsraum. Naja, dann gehen wir mal in den Waschraum. Da ist hoffentlich keiner. War ja auch zu schön, um wahr zu sein. Rotes Pissoir, grünes Pissoir, gelbes Pissoir, blaues Pissoir. Ja, habe ich noch nie gesehen, solche Farben in meinem Pissoir. Ah, ein Seidentuch, nehmen wir mit. Eine Flasche mit Stärke, nehmen wir mal mit. Warum auch immer. Eine Stricknadel, nehmen wir mit. Wir dürfen ja spitze Gegenstände wieder benutzen, ne? Ja. Ansonsten haben wir alles mitgenommen. Ah, gucken wir uns das Pissoir an. Die Wäsche wurde hier offenbar in fein säuberlich nach Farben getrennten Pissoirs gewaschen. Man konnte es mit der Reinlichkeit auch übertreiben, fand Lilly. Aha, da waschen die Wäsche. Naja, dann reden wir mal mit den Waschen. Bitte, 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 wusch! Willkommen im Waschsalon! Das wäre jetzt die Stelle gewesen, an der du fragst. Das hier soll ein Waschsalon sein? Und ich antworte, natürlich! Nicht. Zugegeben, es ist ein wenig rustikal. Aber Not macht erfinderisch. Versuch klug. Und wir waschen unsere Wäsche in den Pissoirs. Schon so wischiwaschi. Wo sind die Alternativen? Ja. Genau, es gibt keine. Also tu dir keinen Zwang an. Man muss nur darauf achten, dass man die Textilien gut trennt. Die Klosteine färben fürchterlich. Wir waschen rote Wäsche in dem Pissoir mit dem roten Klostein. Gelbe Wäsche in dem Pissoir mit dem gelben Klostein. Blaue Wäsche in dem Pissoir mit dem blauen Klostein. Und grüne Wäsche in dem Pissoir mit dem grünen Klostein. Wenn du auch mal ran willst, zeig mir einfach ein Kleidungsstück in der entsprechenden Farbe. Dann kannst du das dazugehörige Pissoir so oft benutzen, wie du willst. Wir brauchen jetzt also ein Kleidungsstück in... Das ist blau, ne? Nehmen wir mal blau. Das kannst du gerne behalten. Eine Hand wäscht die andere. Ist das nicht blau? Stärke. Lilly wusste, dass man Stärke dazu benutzen konnte, Wäsche zu härten. Aber solange sie kein Ziel damit verfolgte, mochte sie ihre Wäsche lieber weich. Harte Wäsche hatte sie im Kloster lange genug gehabt. Na gut. Dann gehen wir erstmal wieder. Ja, gehen wir mal in den Überwachungsraum. Ich glaube, aus dem Wartungsraum kommen wir ja raus, ne? Die Tür war fest verschlossen. Dann mach's doch mal mit der Stricknadel auf. Ach, den Eisen haben wir auch nicht mehr, ne? Also doch zum Wartungsraum. Also, was müssen wir hier mit den Dosenöffnern machen?
sonst noch irgendetwas übersehen? Nö. Kühlschrank ist auch nichts dazu gekommen. Bleibt jetzt eigentlich offen, wenn ich jetzt hier gehe? Naja, wir haben ja jetzt hier so einen Wischlappen und dann benutzen wir noch einfach mal den Wischlappen hier bei dem alten Kerl. Das möchte doch haben. Diesen Wischlappen. Was hast du da? Einen Staubwedel? Ja. Nicht, dass ich einen Staubwedel haben wollen würde. Oh nein. Egal wie hübsch sie aussehen. Was ja nicht heißt, dass man ihn nicht mal kurz halten könnte. Nur für einen kleinen Augenblick. Das wäre ja vollkommen ungefährlich. Meinst du nicht auch? Mhm. Jetzt gib ihn schon her! Bitte. Oh oh. Ah, was für eine Erleichterung. Und schau mal, ich habe sogar mein altes Ersatzlaken wieder gefunden. Hier, nimm es ruhig. Du hast es dir verdient. Hm. Welche Farbe hat denn das Laken? Weiß. Weiß. Ach so, wir haben hier Blaubeeren, wir haben hier Tomaten, wir haben hier etwas Grünes und wir haben hier etwas Gelbes. Welches Pissoir sollen wir dann benutzen? Ich glaube, die Blaubeeren färben ganz gut. Sollen wir es erst mit Bananen? Bananen färben doch nicht und Brokkoli auch nicht, oder? Sollen wir mal versuchen, mit Brokkoli zu färben? Funktioniert das, mit Grün zu färben? Ach ja, ich mag ja Grün, also mal Grün, ne? Lilly wusste, dass sie nicht mit dem Essen spielen sollte. Das Essen war so ein schlechter Verlierer. Und wenn es zu toben anfing, wurde Lilly immer Angst und Bange. Na gut. Aber Blaubeeren machen sehr, sehr blau. Also wir können doch mal Bananen ausprobieren. Lilly wusste, dass sie nicht mit das Essen... Und wenn es... Tomaten, die machen aber rot, ne? Tomaten könnte funktionieren. Lilly wusste... Und wenn... Okay, aber die Blaubeeren, die machen immer blau. Die färben sehr, sehr gut blau. Also, kriegt man nicht mehr ab. Lilly wusste, dass sie nicht mit das Essen... Und wenn es zu... Achso. Die Blaubeeren, die färben richtig stark. Seidentuch, was können wir da mit dem Seidentuch machen? Lilly wusste, dass sie nicht mit das und wenn es... Wir müssen doch bestimmt irgendetwas mit den Blaubeeren machen. Wir haben noch Pizza. Oder doch mal nochmal hoch zu dem Bienenmann. Hier können wir mal gucken, ob der Kühlschrank noch auf ist. Machen wir mal einfach mal. Oder ob der jetzt wieder zu ist, ob den einer zugemacht hat. Ist tatsächlich noch auf. Naja. Gehen wir mal zum Dach. Haben wir irgendetwas... Seidentuch. Die Idee war gut. Aber die Arme waren zu kurz. Vielleicht hatte die Oberin recht gehabt, als sie Lilly aus dem Haushaltskurs geworfen hatte. Lilly konnte einfach nicht mit Stoff umgehen. Hm. Vielleicht Lilly... Hm. Lilly wusste, dass sie nicht mit das und wenn es... Ja. Die Idee war... Also hier kommen wir die auch Die Idee war... Anscheinend weiter. Was kann man denn mit der Pizza machen? Einmal Spermies Pizza Margarita. Ah, da können wir Pinsel. Ach, da können wir hier die Tomaten drauf tun. Rote Tomaten. Ah. Grüner Brokkoli. Gelbe Bananen.
Blaue Blaubeeren. Dafür brauchen wir die also. Und wen geben wir jetzt die Pizza? Oder können wir die selber essen? Ja, und nun? Ist sie jetzt noch immer belegt, die Pizza? Ach nee, wir müssen die Pizza hier ihm geben wahrscheinlich. Der macht sich dann da so dreckig wahrscheinlich, ne? Das könnte es sein. Nein, danke. Ich bin rundum glücklich und zufrieden. Ich hoffe nur, der Kaminkehrer kommt bald. Ich bekomme nämlich langsam Hunger. Ja, aber ich will dir doch eine Pizza geben. Hä? Gelbe Bananen. Grün, blaue. Oder müssen wir hier einfach alles... Blaue, blau. Ja, und nun? Oder so, kommt da noch was drauf? Kommt da noch Stärke drauf? Lilly hatte noch nie eine Pizza belegt, geschweige denn gegessen. Aber das klang nicht besonders lecker. Stärke ist auch gut. Also, damit wird man stark. Na gut, aber warum will er die Pizza nicht haben? Pizza, hier, Pizza, du bist doch hungrig. Nein, danke. Oder magst du eher Blaubeeren? Blaue. Ach, nein, nein, das wollte ich nicht. Vielleicht mag er eher Blaubeeren. Blaubeeren sind ja... Na, wo ist... Blaubeeren? Nein, danke. Ich bin rundum glücklich und zufrieden. Ich hoffe nur, der Kaminkehrer kommt bald. Ich bekomme nämlich langsam Hunger. Wir haben also eine Pizza, mit der wir jetzt nichts anfangen können. Obwohl, das Phantom ist ja nicht mehr da, aber hier runter können wir jetzt auch nicht mehr. Eine Kreditkarte? Können wir die hier irgendwo noch einschieben? Das war wohl die falsche Karte. Also eine Kreditkarte mag doch jeder. Das war wohl die falsche. Da nämlich. Es war hoffnungslos. Hier fehlte offenbar... Lilly wusste, dass aber so harte... Na, dann gehen wir mal wieder hoch. Können wir noch irgendetwas... Ach komm, wir machen mal den Kühlschrank wieder zu. Können wir noch irgendetwas hier... Zweimal am Tag nur Game... Was machen wir denn mit dem Dosenöffner? Endlich durfte Lilly wieder spitze Gegenstände benutzen. Tja, ach, wir können ja vielleicht noch hier zum ja, gehen wir nochmal weiter. Komische Typen. Alle haben hier einen Namen. Dann reden wir mal mit denen. Da sieht ja aus wie der Oberguru von denen da. Meine Treu, wen haben wir denn da? Noch eine Mitspielerin. Yippie. Achte nicht auf ihn. Peter ist ein kleiner Schwarzseher. Das ist eine angeborene Sehbehinderung. Stimmt. Peter leidet unter einer Rot-Grün-Schwäche. Drogelbecher! Wohlgesprochen, getreuer Freund. Wir haben alle unser Kreuz zu tragen. Ach ja?
Wacht ihr auch jeden Morgen mit der Gewissheit auf, eines Tages an einer Fußgängerampel zu sterben? Das wohl nicht. Doch Droggelbecher zum Beispiel leidet unter einer Grün-Blau-Schwäche. Das kann man ja wohl kaum vergleichen. Deine Freundin Petra hat eine Gelb-Grün-Schwäche. Sie ist nicht meine Freundin. Und wir, König Adrian, leiden unter einer Rot-Gelb-Schwäche. Du hättest dabei sein sollen, als wir Mensch ärgere dich nicht gespielt haben. Peter wäre beinahe erstickt. Ich wollte mein Leid verkürzen. Wir haben hernach beschlossen, keine Brettspiele mehr zu spielen, sondern ein Fantasy-Rollenspiel. Du hast das beschlossen. Und was haben wir gerade gesagt? Es ist so aufregend. Wir sind eine Gruppe von Abenteurern in der sagenumwobenen Welt von Hoth Motigur. Oh bitte, setz dich doch dazu. Droggelbecher! Nicht so schnell. Wenn die holde Maid mit uns zu Felde zu ziehen gedenkt, muss sie sich vorher als würdig erweisen. Sie muss eine Aufgabe erfüllen, die ihren Heldenmut auf eine harte Probe stellen wird. Jetzt sag ihr doch schon, dass sie Pizza bestellen soll, damit wir das Ganze hinter uns bringen können. Nun, bestelle sie uns Pizza. Tja, habe ich natürlich nicht. Die Stimmen kommen mir irgendwie bekannt vor, besonders hier von dem Peter. Ich glaube, die Frau war auch schon mal da. Der Peter ist ja dieser eine Kerl im Kloster, der ganz nett war. Ich weiß nicht, wie er heißt. Also wir haben Pizza, aber wir wollen ja noch ein bisschen über Rollenspiel oder so reden. Reden wir über die Pizza. Ich will Brokkoli auf die Pizza, aber bitte keine Tomaten. Droggelbecher! Oh, kein Brokkoli? Droggelbecher? Gegen Bananen habe ich ja auch gar nichts. Aber ich könnte sterben für Brokkoli. Oh ja, bitte tu das. Im Gegenzug würde ich sogar Bananen auf der Pizza akzeptieren. Du isst doch sowieso nur Blaubeeren. Ja, ich mag Blaubeeren. Aber in diesem Leben bekommt man ja eh nie, was man will. Blaubeeren sind per königlichem Erlass von der Pizza zu verbannen. Stattdessen sei kundgetan, dass ab sofort Tomaten den Teich zieren mögen. Aber ich mag doch gar keine Tomaten. Lilly hatte genug gehört. Es schien unmöglich, eine Pizza zu besorgen, mit der alle einverstanden waren. Tja, dann können wir unsere Pizza wegschmeißen, ne? Und du... Droggelbecher! Tja, du hast ihn gehört. Bringe sie uns zunächst die Pizza, dann darf sie auch mitspielen. Es ist ganz leicht. Alles, was man dafür braucht, sind Würfel, Stift, Papier... Und ein Hang zur Selbsterniedrigung. Droggelbecher! Der sagt auch immer nur Droggelbecher, ne? Droggelbecher. Nicht doch, Droggi. Du musst ihm verzeihen, er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggi eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Ach so, mit den Farben, dann sehen die vielleicht nicht, was wirklich auf der Pizza drauf ist, ne? Du fragst dich sicher, warum Droggi ein grünes Kissen auf dem Kopf trägt, oder? Droggelbecher? Meine Troll. Sie hat recht. Wie läufst du denn nur rum? Du blamierst mich ja vor meinem neuen Untertan. Droggelbecher? Ja, das ist schon ein wenig absonderlich. Warte, bis du die Erklärung gehört hast. Heute wäre eigentlich das blaue Kissen dran. Droggelbecher. Oh. Wir haben ein grünes Kissen. Droggelbecher, mich deucht, unser Gast ist auf der Suche nach dem Tyrannen namens Dr. Marcel. Berichte ihr die Kunde. Droggelbecher, 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 Droggelbecher. Vergiss nicht, das mit dem Hubschrauber zu erzählen. Droggelbecher. Und ward nie mehr gesehen. Bravo. Gut erzählt, treuer Freund. Seither stehen diese Lande wieder unter der weisen Herrschaft eines großherzigen Königs. Wir können machen, was wir wollen. Kann ich dann endlich schlafen gehen? Nein! Dieser Droggelbecher, der erinnert mich an ein Anspiel, ich glaube, die Ausbruder Puppenkiste ist das, glaube ich, so. Der Apfelstern. Und da gab es diese Dergels und die sagten dann auch immer Dergel, 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 Dergel. Und daran erinnert mich hier dieser Droggelbecher, weil er immer sowas Droggelbecher, Droggelbecher, sowas ähnliches wie Dergel, Dergel, Dergel sagt.
Aber wahrscheinlich kennt ihr das alles gar nicht. Aber der Apfelstern ist wirklich interessant. Also hat mir als meiner Kindheit sehr gefallen. Gibt es leider nicht im Internet oder so, glaube ich jedenfalls. Vielleicht, ich kann ja mal gucken, ob ich das finde von Ausbruch der Punktenkiste, aber ich glaube, die gibt es da alle nicht zu finden. Gibt es nur auf CD oder sowas wahrscheinlich. Naja, vielleicht gucken wir nochmal die Farbenblindheit an, damit wir uns das mal merken. Sonst müssen wir dann dauernd hin und her laufen. Obwohl, so weit ist das ja gar nicht. Droggelbecher. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Das kann ich mir aber nicht merken. Und ich kann mir auch nicht merken, was sie hier essen dann da so. Lilly wollte nicht noch einen Streit provozieren. Zum Glück hatte sie sich alles gemerkt. Ach so. Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Droggelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Und Peter wünschte sich Blaubeeren, hatte aber etwas gegen Banane. Das würde knifflig werden. Warte mal, können wir die dann in einer Farbe dann da so färben? Welche Farbe ist denn das dann da eventuell? Na gut, haben wir jetzt eigentlich schon das Tuch, ja. Wir dürfen nur das Tuch, grüne Tuch. Wie schön, du bist wieder da. Droggelbecher! Schade. Ein baldiger Hungertod wäre eine wahre Erlösung gewesen. Trete sie vor. Unterrichte sie uns von ihrem Vorankommen. Ich habe kein Vorankommen. Oder wollt ihr die Pizza schon haben? Ah, die Pizza. Wohl an. Aber ich wollte doch keine Tomaten. Na gut. Na toll, jetzt geht das Geheule wieder los. Tut mir leid. Hinfort! Gehe sie uns damit aus den Augen! Was für eine Schwäche hat sie denn? Wie schön! Schade. Rete! Was für eine Sehschwäche hat sie? Also sie muss ja keine Tomaten sehen. Also sie hat eine... Droggelbecher. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen, er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche, Droggy eine Grün-Blau-Schwäche und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Also Gelb und Grün kann sie nicht unterscheiden dann da so. Und wir haben ein grünes Tuch. Vielleicht müssen wir gar nicht mal so viel überlegen, sondern einfach nur das grüne Tuch dann da zum Färben der Pizza benutzen. Waschsalon ist noch nicht im Bild, aber gleich hoffentlich. Wobei, jetzt ist hier gleich zu Ende, ne? Was hast du da? Zeig mal her. Oh ja, das müsste dringend mal gewaschen werden. Aber bitte im richtigen Pissoir. Nenn mich ruhig pingelig. Na gut, dann den Grünen. Was hast du da? Zeig mal. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das grüne Pissoir ruhig, so oft du willst. Was sagte man dazu? Grüne Tomaten. Grüne Tomaten. Tja. Ach so. Ach, die freut sich jetzt. Ah, hier kann man sehen, wer sich freut oder sowas. Ich glaube, der freut sich jetzt. Ja. Gelbe Bananen. Wir müssen, glaube ich, sehen, was...
Sollen wir auch mal... Ich weiß nicht, was der nicht mag. Ach, da müssen wir jetzt doch hin und her gehen und das dann da so gucken oder irgendwie sowas. Oder wir machen das nächste Mal. Wir machen jetzt hier einen Cut und wir spielen nächste Mal weiter. Vielleicht spiele ich nächsten Sonntag weiter oder noch heute. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, heute 2 Folgen reicht. Ich wünsche euch Gottes Segen und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne diesen Kanal abonnieren, den Let's Play-Kanal von mir oder meinen Hauptkanal oder ihr könnt euch die anderen Folgen anschauen, wie es euch gerade gefällt. Und dann machen wir hier weiter.